Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Ja, es tut mir sehr leid. Mir ist dank meinem Antivirusprogramm Kaspersky hier ein kleiner Unfall passiert. Und zwar musste ich jetzt 3 Folgen löschen, weil sie keinen Ton hatten, also komplett tonlos waren die Aufnahmen. Jetzt haben wir natürlich beim Floß, waren wir fleißig und haben schon einiges gebaut. Einiges ein bisschen was umdekoriert. Ja, ich bin auch einmal gestorben, wie ihr sehen könnt, am fehlenden Werkzeug. Oder so irgendwie in der Richtung. Ich glaube, ich wollte welches nachbauen. Auf jeden Fall, ich bin inzwischen auch nochmal gestorben, habe ein bisschen was am Floß gearbeitet. Ja, es sind jetzt über 1,5 Stunden, ja, zerstört. Und ich muss jetzt das Ganze nochmal machen. So, das Ganze. Also weitermachen, weil die Welt speichert ja mit und ich kann das nicht wieder gut machen, was wir schon versäumt haben. Ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ich hoffe, das Floß gefällt euch. Mir gefällt es ist nicht gut. Ich habe hier auch die Wand rausgerissen und gegen ein Fenster ersetzt, weil ich es einfach schöner fand so. Ja, auch die Möwen fühlen sich hier wohl. Sie haben hier permanent Federn. Aber ich weiß nicht, ob sie tatsächlich auch Eier legen können. Ich weiß nicht, ob ich die Federn vielleicht im Nest lassen müsste und sie dann nach einiger Zeit Eier produzieren. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich wollte dann die Küche mal hier nach oben verlegen. Das war mal mein Plan. Hier mit so einer kleinen Terrasse, ne, dass wir einen schönen Blick auf den Ozean haben. Ja, also es tut mir sehr, sehr leid. Es ist, ja, es ist manchmal der Wurm drin, wie auch im echten Leben. So. Was ich auch gemacht habe, ist hier das Floß, also das Floß, ja, das Floß mehrmals zu reparieren, das schon, weil der Haifisch ist ja sehr hungrig und liebt unser Floß zum Fressen gern. Ich musste auch das Segel umstellen, das war hier im Weg durch das Dach hier, habe auch die Lampe etwas umgestellt und hier drüben auch, die Pflanzkisten habe ich jetzt auf einer Reihe platziert. Was haben wir noch geändert? Wir hätten inzwischen ein zweites Schürchen bekommen. Das, was hier war, ist verschwunden. Stattdessen haben wir hier ein neues und das habe ich gleich mit einer Blume bepflanzt, weil ich fand, das schaut hier schön aus. Jo, wir suchen auch verzweifelt, oder ich suche verzweifelt nach einem Strand. Da hinten wäre ein Floß. Ich muss da mal kurz hin. Na, was ich auch mal gerne hätte, wäre vielleicht dann ganz oben, dass wir das Segel haben. Einfach, damit ich besser steuern kann. Weil so sehe ich oft nichts. Ich meine, hier geht's. Hier kann man es erahnen und abschätzen, wohin man muss. Hä? Wo ist das Fass? Lol. Ja. Das kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Nein. Egal. Also zu dem Floß möchte ich gerne hin, in der Hoffnung, dass wir Scharniere oder Bolzen kriegen, das wäre ganz fisch. Ich hoffe, es gelingt mir auch. Und der Haifisch ist halt mega lästig, das muss ich echt sagen. Den haben wir inzwischen auch schon einmal gekillt. Wie ihr an den fehlenden Namen erkennen könnt, wahrscheinlich. Aber ja, er hat es halt ja, überlebt. Also, er ist wieder da, so muss ich sagen. Passt, hier kommt das Floß. Dann hole ich mir schnell die Kiste, die da ist. Und dann hoffe ich, dass wir sehr bald mal eine Insel finden. Ich habe mich auch angewöhnt, etwas Blanken zu bunkern. Fürs nächste Mal, falls ich versage. Scharnier, wenigstens eine Scharnier, das ist super. So, dann tun wir das Segel weg. Oh, ich bin schon wieder durstig. Das ist auch ein ewiges Leiden, dieser Durst. Muss man schon sagen. Ich habe auch ein bisschen gefischt, damit wir einen reich gedeckten Tisch haben. Dann hier die Kiste fehlt, die hat der Haifisch uns weggefressen. Da waren Kupferbahnen drinnen und lauter solche schönen Sachen, die ich jetzt allesamt nicht mehr habe, Gott sei Dank. Wer braucht das denn schon?
Wir doch nicht, oder? So, wo ist mein Fisch? Da. Den würde ich gern essen. Danke. Und auch den essen wir weg. Passt. Jo, so im Großen und Ganzen ist halt wieder mal das typische Chaos hier am Werke. Jo. Wir haben auch Kupfer geschmolzen. Ich habe, glaube ich, jetzt immer noch eines übrig. Ein Stück Kupfer. Ich glaube, das ist hier drin. Oder ist das jetzt auch schon weg? Nein, das ist, glaube ich, auch weg. Bahn dafür. So war das. Kupfer ist alles weg. Genau, wir konnten zwar die Leitplatten erlernen und eine Batterie. Das konnten wir schon erforschen. Aber sonst ist halt selbstverständlich alles weg. Ja. Ihr seht schon, hier haben wir... Hier war ich mal schlau. Ich habe ein paar Planken gebunkert, einen Haufen... Ja, Palmblätter. Eine Insel. Oh Gott, eine Insel. Eine Insel. Nur für uns. Eine Insel. Nur für uns. Geht schon. Vollgas. Ja, in die Richtung. So, glaube ich. Geht schon. Ich würde noch batteln, wenn ich einen Battle hätte. Habe ich einen Battle? Kriege ich eins hin? Seil? Ja, Battle. Sofort hin battle. So. Sofort, da ist eine Insel. Ganz, ganz schnell. Ich brauche eigentlich eher das, was am Grund des Ozeans ist. Nämlich Sand, Ton, Erze, als wie oben die Planken. Aber vielleicht haben wir Glück und es ist hier nochmal so ein Piloten. Also so ein abgestürztes Flugzeug, weil da hatte ich letztes Mal, als ich die drei verhunzten Parts gestartet hatte, besaß ich tatsächlich einen Pilotenhelm, welches ich von dem besagten Flugzeugwrack bekommen hatte. Ich glaube, dass mein Floß jetzt etwas schief. Da komme ich jetzt nicht so auf die Insel rauf. Würdest du das jetzt ausmachen hier, Herrschaftszeiten? Wo ist mein Anker? So, sofort. So. Gut, ich müsste hier jetzt noch was bauen. Und zwar das hier. Warte, zuerst die Wand. Falls möglich. Ja, passt. Und jetzt müsste es gehen. Ach, Dach. Das hier. Würdest du? Ja, einmal. Und hier geht es sich nicht aus, weil... wie hier anstehen. Okay. Und hier geht es wahrscheinlich auch nicht. Probiere ich es mal so. Immer nehme ich das Dach. Ich brauche kein Dach. Noch nicht. So. Jetzt will ich mal hier hoch zu klettern und hier hoch zu kummern. Ja, das schaut gut aus. Ja, das klappt. Gott sei Dank. So. Zuerst einmal das mit, was wir hier oben haben, weil wir brauchen ja auch Sämlinge. Ui, Wassermelönchen. Wassermelönchen, toll. So, ich glaube, es dürfte eine Mango sein. Ja. Sehr gut. Was haben wir hier? Ein Mangosämlein. So, ich muss mal ausleeren gehen, ganz schnell. Das trifft sich jetzt ganz gut. Können wir noch schnell unser Floß verteidigen. So, weg mit dir, du Scheusal. So. Passt. Da haben wir Plastik drinnen. Hier sind wir auch voll. Was können wir hier noch reinschmeißen? Theoretisch nichts, ne? Hier können wir das Essen wenigstens reinschmeißen. Die Sämlinge können wir da hinten reinstopfen. Haifischköder möchte ich gern behalten. Was haben wir hier noch drin? Die fertigen Blümchen und... Nein. Was haben wir hier drin? Rezept... Aha, die Federn kommen sowieso woanders hin. Die Muschel tue ich auch woanders hin. Da wird nur Rezepte reingetan. Die hatte ich, glaube ich, hier drin. Die Federn. Und die Muscheln tue ich dahin. So. Die Scharniere tue ich auch hier rein.
Da ist nochmal ein Sämling, wo kommt der jetzt? Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Durstig. Ich bin durstig. Den ganzen Tag durstig. Immer dasselbe. Bin nur durstig, den ganzen Tag. So, ich habe die Sämlinge getauscht, unabsichtlich. So. So, du kannst da mal stacken. So und so. Hier haben wir noch mehr Sämlinge. So. Das hätten wir jetzt mal geschafft. Haifisch-Dings will ich eins haben. Das passt. Was war hier jetzt schnell? Ah, der Speer, genau. So. Ich könnte aber noch ein paar Seile machen. 18 Stück. Gehen sie noch zwei aus. Perfekt. So, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und ich werde auch hier vielleicht so zwei... Ja, so, das werde ich so bunkern. Ich glaube, das ist okay. So, ein bisschen ein Sauhaufen jetzt hier, aber egal. So, ich möchte wieder hier hoch. Ach, jetzt kommt die Möwe auch noch. Ist mir jetzt, glaube ich, gerade egal. Ach, hier kann ich eh nicht hoch, ne? Glaube ich. Wird nicht gehen, ne? Nein. Da müsste ich höher bauen dafür. Egal, dann halt nicht. Wie gesagt, von oben brauchen wir eh nicht so dringend die Sachen wie hier unten. Jetzt ist halt die Frage. Wow. Ich glaube, den schmeiße ich jetzt mal hier rein. Und schwimm einfach mal hier rüber. Da ist nichts. Super. Ich hoffe, der Haifisch nimmt das an. Und beschäftigt sich eine Zeit lang damit. Ah, ich habe vergessen. Ah, gut. Ich kann noch einen Haken bauen. Wie schaut es mit dem aus? Seil, blanke Bolzen. Okay. Metall brauche ich da jetzt bald mal. Ah, sehr gut. Der ist beschäftigt. Sehr gut. Jetzt ist halt hier etwas dunkel. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. So, was ich auf alle Fälle brauche, ist Sand. Ganz viel Sand. Und alles, was geht an Erze. Und Luft. Luft? Luft? Alter. Ich hoffe, der Haifisch ist sehr lange beschäftigt damit. So, schön mitnehmen. Geht nichts? Achso, ist kaputt. Ist kaputt. So. Da unten sehe ich mehr Seetang. Ich muss gleich runtertauchen. Einmal noch schnell Luft holen. Ist der Haifisch irgendwo da? Ich hoffe nicht. So, schnell Tauchi-Tauch. Seetangi-Tang-Tang. Dreimal. Da drüben noch was. So, nehmen, nehmen, nehmen. Sehr gut. Da ist noch mehr Sand. Her damit. Wann hier? Sind hier Erze? Ich sehe nichts. Alter, Alter, Alter. Da wäre noch mehr Seetang. Wow. Ist das, oder? Doch, natürlich. Halt. Wow, dachte ich schon. Ist da, wie lange ist eigentlich so ein Haifisch beschäftigt? Wir werden es, glaube ich, merken, wenn er mich wieder attackieren tut. Das ist, glaube ich, nur Stein, ne? Bräuchte Metall. Seetang. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Er ist schon wieder da. So, das heißt, wir nehmen den nächsten Haifischköder. Sofern ich es jetzt noch lebend auf das Floß schaffe. Ja.
Null Problemo, das haben wir hinbekommen. Da. Hier. So, nächster Köder. So. Wir haben 15 Seedang. Das werde ich jetzt sofort mal bunkern. Und einen Haufen Sand und ein bisschen Ton. Das tue ich mal alles darüber schön. Und werde auch gleich wieder... So. Aha, wir brauchen wieder was zu trinken. Das machen wir zuerst. Ja, ja. Wir stärken uns zuerst und dann gehen wir es wieder an. Hä, ist da gar kein Wasser drin? Ich glaube, jetzt fange ich Träumen an. Wie das denn jetzt? So, ein paar Schritte noch, dann tun wir schnell was trinken. Zum Glück habe ich so viel von dem Zeug, ne? So. Und so. Dann brauche ich jetzt kurz Platz fürs Essen. Einmal Essen, Schmack auf Hatz. Nochmal. Ah, das ist noch gar nicht fertig. Hervorragend. So. Der gröbste Hunger und der gröbste Durst ist jetzt mal gestillt. Das heißt, wir könnten wieder auf Tauchstation dann gehen, ne? Zuerst mal wieder schön. So. Unseren Haifischköder benutzen. Da schwimmt er schon, der Mistkerl. Aha. Ja, wo ist das Fischi? Ja, such die Fischis. Na. Keine Chance momentan. Ich habe hier zu arbeiten, du blöder Hai. Ah, jetzt könnte es was werden. Na, wie der mich lieber essen will als die Fischis. Habe ich den Fisch versemmelt? Das könnte auch sein. Der müsste doch hier irgendwo liegen, ne? Hier. Da muss ich da mal fischen, bis der sich beruhigt hat, der Mistkerl. Ach, jetzt kommt die Möwe wieder. Dieses Viech. Aha. Stirb. Endlich. Mal. Mistviech. Diese Möwe, ne? Geh weg. So. Haben wir genug Planken zum Reparieren? Passt. Habe ich den überhaupt weggeschmissen? Ja. Schon. Mist. Das ist lästig, nämlich, ne? Wo ist er denn da? So. Vielleicht hilft's jetzt. Schaut gut aus. Ja, schaut sehr gut aus. Und immer her mit dem Seedang. Und dem Sand. Steine brauche ich nicht unbedingt. Ich hätte halt gern Erze gehabt. Und eine Flosse vor allem. Aber die Flossen können wir uns, glaube ich, denn jetzt bald basteln. Bitte schnell hoch, bitte schnell hoch. Hoch! Bist du narrisch, das war ein bisschen knapp jetzt. Erze sind immer an Felswänden. So viel habe ich ja schon mal gelernt. Wenn es denn welche gibt, ne? Boah. Hat sie jetzt Luft? Ja.
Erzis. Erzilein. Du bist auch nur Sand, ne? Da hinten vielleicht? Mal kurz auftauchen nochmal. So, schnell Luft holen. Und nochmal tauchen. Da ist aber auch nur ein Stein, oder? Ah, Sand, gar nur. Muss ich noch tiefer runter? Dann da saufe ich ja. Ah, da kommt er wieder. Ja, ja, ich habe ihn gerade gehört. Hier ist es. Oh, oh, das wird knapp. Ja, ja. So. Wir haben ein Küpferchen. Ja, sehr gut. Das werden wir auch so gleich schmelzen. Wenn wir schon unser Leben dafür hier riskieren. So. Hui. Ne? So, dann können wir unseren Tonhammer schon. Jetzt können wir nassen Ziegel theoretisch noch herstellen. Ich weiß nicht, ob wir brauchen werden. Aber ich produziere einfach mal, ne? Also einmal. Und dann tun wir schön zum Trocknen. Ich würde sagen. Da, da kommt schön Sonne hin. So, mal uns stärken. So. Ein bisschen was trinken. Salzwasser nicht vergessen. So. Jawohl. Auch hier ein bisschen. So, Bröstelchen. Und nochmal. So. Schön Salzwasser nachfüllen. Und vielleicht ein bisschen fischen, dass wir Fische haben, ne, zum Braten. Würde ich sagen, können wir auch machen. So, Zeit haben wir jetzt ja. Ich muss eh die Parts nochmal neu machen. Ja. Scheiße. Fischi, Fischi, Fisch. Da ist er. So, der nächste. So, Haiköder wären auch gut wieder zu bauen. Also, wir müssen sowieso fischen. Bauen wir gleich wieder so 2, 3. So. Da, 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 da. Und dann hoffe ich, dass wir auch bald genügend Glas haben. Ich glaube, wir hätten... Na, ein Glas fehlt, genau. So war das. Dass wir den großen Reiniger basteln können, das wäre sicher nicht schlecht. Dann können wir dann neben die beiden kleinen hinstellen, würde ich sagen. Ja. So. Immer schön Fischi-Fisch. Ja. Angeln ist langweilig, ich weiß. Aber wir brauchen es zum Überleben. So. Und hier ist das Angeln wenigstens, wie soll ich sagen, entspannender als bei Yonder, wo es für den Controller echt eine Arbeit ist. Den nutzt man da ganz schön ab. So, ich kann, glaube ich, einmal herstellen, den Kerl. Wo ist er denn? Da. Nein. Da, da ist er. So. Ah, wir hätten schon 2 Seebrassen. Das ist super. Ah, die Angel ist im Arsch. Okay. Die Angel ist kaputt. Aha, Planken schon wieder. Das Utensil, welches mir denn am meisten fehlt, ist immer die Planke. Hä? Ich dachte gerade der Hai, ne? Oh, Kupfer ist fertig. Das passt sehr gut. Das heißt, wir können uns um den See dann kümmern. Dann können wir auch gleich diese Flasche versuchen zu basteln. In Kombination. Wie viele Planken habe ich? Ah, ich habe lagernd Planken. Ich bin so deppert. Ich bin es nicht gewohnt, Planken zu lagern zu haben. Dann vergesse ich schwer drauf.
Ist so klar, Zocki. Ist so klar hier. Und auch da, schau mal, ich kann ganz viele nasse Dingsbums bauen. Ach Gottchen, Zocki, Zocki, Zocki. Es ist schon ein Kreuz mit dir. So. Dann, genau, hier fehlt uns noch was. Ab. Alter. Wie kannst du bitte durch den Felsen durchbeißen? Du komisches Geschöpf. Aha. So, reparieren. Jetzt. Das Viech ist echt komisch. Da kann man sagen, was man möchte. Das Viech ist echt komisch. So, Clipper. Also, Sedan. Bitte. So. Geht er mit schon wieder an? Ah, jetzt hat er den Köder. Oh, lol. Jetzt kann ich tauchen gehen. Tschüss. Es ist natürlich finster und ich sehe nichts mehr. Aber es war, glaube ich, ganz tief unten, ne? Ich bin da, glaube ich, falsch ins Wasser gesprungen. Flatter, flatter, schnell, schnell. Ich sehe gar nichts mehr. Hey, Luft. So, jetzt schnell runter. Irgendwo da ganz unten kam es mir so vor, hätten wir unseren Kupfer gefunden, ne? War das hier? Na, das ist wieder nur Stein. Boah, ey. Da unten, glaube ich, ne? Ach, diese Luft, ne? Diese Luft. Sedan? Oder auch nicht? Da ist haufenweise Müll, ne? Aber kein gescheites Erz. Ui, au, aber voll rein. Okay, das muss ich suchen, wenn Tag ist. Ich sehe gerade überhaupt gar nichts. Muss ich warten. Dafür ist der Ziegel trocken. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich. So. Den Ziegel könnten wir auch hier reinstopfen. Auch den Kupferbahn. Der Clipper, ich glaube, jetzt geht das mit der Flasche schon, ne? Wo ist sie denn da? Ja, das geht. Jetzt müssen wir das normalerweise zum Forschungstisch bringen. Wo ist sie denn, die Flasche? Da. Erforscht. Ah, sie ist schon erforscht. Okay. Dann müsste ich jetzt da das hier bald bauen können. Seile fehlen noch. Ah, und noch mehr Clipper. Okay. Noch viel mehr Clipper. Dann geht das schon. Gut, dann machen wir gleich mehr, ne? So. So und so. Und dann brauchen wir noch die Flossen für erhöhte Geschwindigkeit im Wasser. Und dann ist das, glaube ich, schon okay. So, einen Haufen Sedan brauchen wir halt dafür. Einen Haufen. Wird es jetzt hier bald hell? Ich glaube, ich lege mich kurz hin. Ich habe Hunger auch noch. Zuerst was essen. Ich bilde mir immer ein, dass der unser Floß schon wieder frisst, ne? Ich bin da schon ganz, ganz deppert. Du komischer Hai, du. Ist halt auch nervig. So, die Kartoffeln werden wir jetzt mal ein bisschen kochen, weil Rüben haben wir eh schon so viel. So. Dann würde ich sagen, ich lege mich mal kurz hin. Bis später. So. Und der Part ist auch zu Ende. So. Ja. Ist jetzt wieder Nacht? Nicht. Die Angel wollte ich auch bauen. Voll der Stress. Bolzen und Seile. Okay. Metall. Also Seile, warte mal. Seile hatten wir hier. Seile. Ein Metallbahn.
Daraus wollte ich einen Bolzen machen. Jetzt können wir die Angel machen. Sehr gut. Die Seile können wir wieder wegpacken. Und da können wir Fischis braten. Da hätten wir einen Haufen. So, Fischis braten. Warte, da brauche ich den noch für Köder bauen. Einmal. Und die Makrelen braucht man nicht. So. Dann brauche ich wieder Seetang. So. Wo hatte ich jetzt den restlichen Seetang hingepackt? Hier, glaube ich, ne? Ja. So. Das eitert schon wieder in Arbeit aus. So, nasse Ziegel wollte ich auch noch bauen. Wo sind sie denn? Hier, da waren sie, genau. Eins, zwei, drei. Drei gehen sich aus. Super, die können wir gleich zum Trocknen legen, hinlegen. So, die haben wir hier irgendwo getrocknet, ne? Ich würde sagen, warum nicht, können wir hier wieder, ne? So, eins, zwei, drei. So. Das ist auch bald wieder soweit. Wie viel haben wir dann schon? Zwei Klipper. Wir brauchen aber wesentlich mehr. So, wir brauchen auch noch Glas. Das wäre vielleicht... Oh, geht schon. Ich glaube, ich werde Glas kurz vorziehen. Weil, wie wir ja wissen, brauchen wir vier Stück Glas für den besseren Reiniger. Ne? Was fehlt uns noch? Planken. Das heißt, wir gehen Bäume schlachten. So. Immer her mit den Planken. So. Dann auch gleich den Sämling einpflanzen. So. Und den nächsten. Die Manko futtern wir gleich weg. So. So. Dann haben wir einen Mangosamen. Nein, aber die... Doch, haben wir. Als erstes esse ich die Kokosnuss weg. Jetzt den Sämling einpflanzen und die nächste Palme. Gott sei Dank haben wir das gebaut. Ah, das Floß, das Floß. Geh weg. So, haben wir gerettet, sehr gut. Und reparieren. So. Puh. Ah, da haben wir auch ein Dings-Sämling wieder bekommen. Das passt. Okay, der Part wäre auch zu Ende. Du liebe Zeit. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Den Baum schlachte ich noch. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir. So, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.